Ring, ring. Michael, Shogi hat dir seinen Team angegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Richtig. Hier ist irgendwo ein Gespenst, Leute. Hm, verstehe. Der Verlust ihres Bosses bedeutet für die Ziehbande den Untergang. Shogi. Ach, entschuldige. Keine Ahnung, was ich laber. Dann noch zwei Verstärke übrig. Es geht gut voran. Dann will ich mir das eigentliche Ziel dieser Operation verraten. Letztendlich sollst du den Big Boss besiegen. Den Drahtzieher also, der zusammen mit den 5 Bossen-Teams da gegründet hat. Wer ist dieser Big Boss? Big Boss steht noch über den 5 Bossen der Banden, aber niemand weiß, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Wenn wir diese Person besiegen und dazu bringen, die Auflösung von Team Star zu verkünden, ist das Team erledigt. Aber Big Boss scheint nicht gerade im Rampenlicht zu stehen, hat deshalb auch kein eigenes Versteck und hält seine Identität geheim. Doch wenn alle anderen Big Bosse zurückgetreten sind, wird sich Big Boss sicher zu erkennen geben. Ich schuldige dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. So, in der letzten Folge haben wir die Giftbande. Die Ziehgiftbande erlöscht. Und jetzt machen wir weiter, nachdem wir die Belohnung bekommen. Bringt dein Pokémon mächtiger Takt bei. Das ist doch bestimmt nützlich und so. Hi, Maike. Das klang gerade nach einem ziemlich ernsten Telefongespräch. Ah, ja! Mit der hab ich ja gar nicht geredet. Okay. Noch einmal schläft es. Von diesem Drahtzieher hat mir Cassiopeia auch schon erzählt. Team Stars Gründer ist die Wurzel allen Übels. Wenn Big Boss nicht besiegt wird, werde ich meinen Schatz verlieren. Dein Schatz? Nein, also. Die Belohnung. Hier, bevor ich es vergesse. Okay, danke. Gut, also, ich gehe da mal wieder. Maike, du darfst nicht verlieren. Okay, ich werde es definitiv versuchen. So. Nachdem wir diese Bande dann ausgelöscht haben. Oh, hier gibt es coole Pokémon. Würde ich sagen, können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Genau, jetzt haben wir schon 10 Punkte gemacht. Das dritte von 5 Team Star Dingern. Oder vielleicht 6. Ich weiß nicht, ob da noch der Big Boss als Punkt dazukommt. Aber zwischen Garafosa City und diesem Ort gibt es hier eine weitere Arena. Und zwar, wie scheint, eine normale Arena. Ich meine, wie schwer kann eine normale Arena bitte schon sein? Das möchte ich herausfinden. Deshalb ist das unser nächstes Ziel. Interessante Pokémon, die wir haben. Genau, hier ist ja so ein Wald. Mit ganz vielen angemalten Bäumen. So, dreh mich mal bitte hier in die Richtung. Oder? Ach so. Ah, okay. Das hier ist das ganze Team Star-Gebiet. Okay, das ist ja der Wald. Ja gut. Ich dachte, dieser Wald wäre noch irgendwie wichtig. Hätte noch was Besonderes. Giftspitzen, eine gute Attacke. Scheinbar gibt es hier in diesem Wald aber leider nichts mehr zu erkunden. Bisschen schade. Aber na gut. So, wie kommen wir am schnellsten hier hin? Ja, okay, klar. Wir könnten von hier hoch. Aber ich glaube, interessanter wäre es, wenn wir hier rumgehen. Deshalb tippe ich mich zu Pinchos. Und wir gehen einfach mal ein bisschen entlang. Wir erkundigen uns mal ein bisschen wieder. Ich weiß, das tue ich nicht so gerne. Ich möchte eigentlich mit dem die Quests alle machen, die von mir verlangt werden. Trotzdem ist es wichtig, dass wir die Aufgaben machen. Hier falsch. Ich muss hier entlang zur Mescloris-Passage von Montanata. Ich würde sie so gern live sehen. Ich habe gehört, dass die weltberühmte Rapperin Etta in Frigomonta ein Konzert gibt. Eine Rapperin? Ein Riffex. Und ich sehe schon, da hinten ist ein neues Pokémon. Aber bevor ich das... Nein, was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Meine Puppe wurde nicht geheilt. Ja, dann
Ja, das ist nicht so toll. Nicht so toll, nein, nicht wirklich. Dann versuche ich mich mal zu heilen. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe wirklich erwartet, dass ich geheilt werde. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Ja, vielleicht werde ich ja gar nicht geheilt. Vielleicht soll ich nochmal mit dem Pokémon Center Dame reden. Okay, aber er spammt gerade seine Verhöhner-Attacke. Allgemein seine komischen Attacken dort. Schlammwoge, unsere neue Attacke, die wir gelernt haben. Die sollte sehr stark sein, wenn sie trifft. Wenn sie trifft. Oh, ihr schneit's. Leider trifft es nicht. Wir treffen uns selber. Oh, ihr schneit, ey. Hier ist überhaupt kein Schnee und ihr schneit's. So ein großer Sturm zieht auf. Jo, was ist denn hier los? Wir scheinen wohl uns langsam einem Eisgebiet zu nähern. Das war nicht meine Intention. Da wollte ich eigentlich erst später hin. Aber mal schauen, was ist das da hinten für Pokémon? Da hinten läuft irgendwas rum. Seht ihr das? Irgendein Pokémon läuft da rum. Ach, da ist ja schon das Schneegebiet da oben. Ja, eigentlich wollte ich mir nur drüber rumgehen, um den Berg herum. Genau. Ich ignoriere jetzt auch, glaube ich, mal erstmal die ganzen Eis-Pokémon, weil mit denen, über die wollte ich erst reden, wenn wir dann im Schneegebiet sind. Deshalb, ja, wisst ihr Bescheid. Jetzt habe ich es nicht mehr rechtzeitig zum Konzert. Das ist nicht meine Schuld, du hast halt Pech. Yeah, 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 yeah. Wow, was bist du denn für einer? Wow, wow. Ein Gruff. Ein Geisterhündchen. Und ich merke gerade, ich bin sehr underlevelt, habe ich das Gefühl. Oh, Crit. Bücher habe ich das Gefühl, weil alle Pokémon hier schon höher gelevelt sind. Sehr. Ungut, I guess. Ja, Gruff. Hat eine Weiterentwicklung, die actually sehr OP im Moment ist. Also, mit sehr OP meine ich sehr, sehr OP. Wäre also in der Theorie ein gutes Teammitglied. Aber, ja, okay. Was mache ich jetzt? Auswechseln, I guess. Weil angreifen möchte ich nicht, ich möchte es fangen. Genau, ich ignoriere jetzt erstmal die ganzen Kameraden, Eis, ganzen Eis-Pokémon, bis wir dann im Eisgebiet sind. Weil ich wollte ja eigentlich nur lang. Einfach nur so, weil ich mir dachte, hier könnten wir ja lang gehen. Um zur fünften Arena zu kommen. Also vor uns zumindest die fünfte Arena. Jeder macht ja seine eigene Reihenfolge. Manche Leute, so wie Max, gehen von Anfang an direkt ins Schneegebiet. Kann man machen. Wie man will. Nur, es gibt kein Level-Scaling, deshalb sehe ich persönlich den Sinn dahinter nicht und mache das auch nicht. Ich mache die Reihenfolge, die am, ich sag mal, am besten ist, I guess. Weiß nicht, ob es die beste Reihenfolge ist, aber gefangen! Kuff, kuff! Kuff, kuff! Und ein paar Level-Ups. Wunderbar. Es soll die Wiedergeburt eines streunenden Hunde-Pokémon sein, das starb, ohne je in Berührung mit Menschen gekommen zu sein. Oh, der Arme. Ein Streunerhund, der gestorben ist. Was für ein Pokémon, der mal in einem anderen Leben war. Und schau mal, was wir hier haben. Cooles Pokémon, dass man sich ruhig ins Team tun kann. Wenn ich nach oben lang gehe, komme ich... Oh, was? Moment, will? Die Sattgasse. Montanata. Petsniff. Die ganzen Eis-Pokémon erstmal ignorieren. Oh mein Gott, wie süß! Teddybärenbande hier. Halt, stopp! Okay. Wie süß. Oh, ich mag Teddy Ursa und Ursa. Das sind tolle Pokémon. Was? Terrastück? Was mache ich denn mit einem Terrastück? Yo, wie die alle aussehen.
Krasse Biester hier. Ich weiß aber nicht, was das hier für ein Ort ist. Vielleicht ist der für später wichtig oder so? Das ist ein Feuer-Pokémon. Und Hallöchen, du. Ich habe mit der Kamera ein krasses Foto gemacht. Da muss ich direkt posen. Ein Pelzebub. Wir haben ja vorhin. Nee, nicht vorhin. Letzten Folge, glaube ich, war das. Oh, Kamera. Cool. Wir hatten ja irgendwann letzte Folge, glaube ich, oder so, hatten wir die Vorentwicklung schon gesehen. Und hier ist die Weiterentwicklung. Aber noch eine weitere Weiterentwicklung. Aber da bin ich jetzt kein riesiger Fan von. What? Was? Wieso so stark? Oh no. Das Ding ist, by the way, Typ Fee. Das ist ein Feen-Pokémon. Und ich habe immer noch nur 3 Pokémon, mit denen ich kämpfen kann, gefühlt. Wow, 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 wow. Das nicht gut, nein, nicht gut, nein, gar nicht. Komm, bitte greif an, bitte. Nein! Das ist nicht gut. Gar nicht. Gar nicht gut, auf gar keinen Fall. Jetzt werde ich aggressiv. Komm, bitte greif es an. Bitte. Bitte, wir wollen weiterziehen. Bam. Oh, ist doch down gegangen. Oh, perfekt, wunderbar. Wow, wow. So, nice. Voltrian. Oder Voltrian, was ist das denn für ein Pokémon? Kennen wir das schon? Voltrian. Ist das der Vogel? Das ist die Weiterentwicklung, das ist Kilowattrell. Das ist ein cooles Vogel-Pokémon. Oh, nicht so weit drehen. Ah, wegen Folterknecht. Da kam der Folterknecht zum Einsatz. Na egal. Lehmschuss? Oder trifft das nicht, weil es ein Vogel-Pokémon ist? Es kann sein. Ich probiere es trotzdem aus, weil ich kein Aquaknall einsetzen möchte. Okay. Bam! Nein! Es lebt noch! Oh, das wird jetzt. Das wird jetzt knapp. Jo! Überlebt! Wir haben's! Wir haben dieses Kilowattrell down. Da ist es. Und ich habe irgendwo hier vorne ein neues Pokémon gesehen. Nein, da sollte ich vielleicht lieber nicht pausen. Nee. Nicht so toll. Ich weiß nicht, ob wir das noch mal sehen. Aber noch ein neues Pokémon, was nicht unbedingt für ein Eisgebiet ist. Nee, es ist weg. War eine Weiterentwicklung von einem Pokémon, was wir bereits kannten. Naja. Ich hab's nicht gesehen, okay? Ist so ein kleines Tutüfi. Ich hab's nicht gesehen. Außerdem, ja. Ich bin tot. Yo! Da hinten ist das Pokémon Center. Diebeskuss. Du bist ja schnellstens weg. Aua. Du bist ein neues Pokémon. Wer bist du denn? Ach, die Vorentwicklung kennen wir ja schon. Und dann ist die Weiterentwicklung. Jalapeno. Typ Pflanze, Feuer. Wo ich sagen muss, das ist eine echt coole Typenkombi. Pflanze, Feuer sieht man nicht alle Tage. Hatten wir überhaupt schon irgendwann als Pflanze, Feuer, Pokémon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein Team ist low, mein Team ist schwach. Ich brauche dringend Heilung. Ich muss hier weg. Sneeble. Dazu kommen wir noch. Irgendwann mal. Ich hatte noch große Pläne. Ich hatte noch eine ganze Arena heute machen. Ah! Weggebounced von. Schnell. Hier sind wahrscheinlich ganz viele Trainer auf dem Weg. Auf dem normalen Weg. Ja, ich sehe da schon einen. Aber ich habe mir das jetzt noch nicht mehr vorgenommen, alle Trainer zu machen, weil das zum einen lange dauert. Ja, deshalb schneide ich auch ab und zu mal ein bisschen die Kämpfe raus, wie vorhin. Zum einen dauert es lange, zum anderen muss ich die erstmal alles suchen. Ja. Und ich versuche mir sowieso das Spiel ein bisschen schwerer zu machen. Deshalb, ja, ne? So, hier in
Oh. Oh. Ach so, hinter dem Trainer ging's weiter. Hier, ja, hier geht's weiter hinter dem Trainer. Den kleinen Timmy, den wir besiegt haben. Oh, hier war noch ein Item. Blum. Ich weiß nicht, ob die Pokéball-Items, hier rumliegen, auch respawnen. Das kann ich nicht sagen. Genau, hier sind wir jetzt richtig. Von hinten ist ein Gebäude. Und hier in die Richtung müsste es zu einem Pokémon-Center gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah! Was ist denn das hier? Will ich hier hin? Oh, Hypno? Wo bin ich denn hier? Hier gibt's ein Gespenst. Bei ihm muss ich jetzt mal ein bisschen leveln. Mein ganzes Team braucht ganz viele Level-Ups. Okay, klar. Theoretisch kann ich offscreen ein paar Trainer besiegen, ein paar Raids machen, ganz viele Sonderbonbons nehmen. Aber ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das machen möchte. Hasenfuß. Süßer Name für eine Fähigkeit, mein Kleiner. Trotzdem bin ich zu schnell. Und du bist weg. Auf die Sport. Und ich krieg 50 Münzen. Genau, bei 999 Münzen kann man es entwickeln. Und schaut mal hier. Die Weiterentwicklung von diesem einen pinken Baby-Pokémon. Jetzt hat es einen etwas größeren Hammer und es ist ein sehr aggressives Pokémon. War auch eine Überlegung, das vielleicht ins Team zu tun, habe mich aber dann irgendwann dagegen entschieden, weil das Ding sieht nicht so nett aus. Mach den Kopf frei. Wenn ich den Kopf frei mache und mich meiner Gefühle entledige, spüre ich auch die Hitze des Feuers nicht mehr. Oh Gott, gehen wir überhaupt richtig lang? Geht das hier vielleicht doch nur zu einem Schneegebiet? Aber laut Karte müsste hier eigentlich auch noch ein normaler Weg sein zu... Ich habe das Gefühl, ich bin wieder falsch. Ich wollte noch nicht zum Schneegebiet. Das ist gerade irgendwie ein bisschen unangenehm, to be honest. Ah, Biss hätte mehr Damage gemacht, glaube ich, oder? Flammenwurf oder Biss? Ah. Ist sowieso egal, weil ich nicht drankomme zum Angreifen. Ich muss erstmal mich kurz heilen, weil wieder... Eieiei. Ja, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr leveln, oder? Ich weiß es nicht. Da oben sieht es aus, als würde da nur Schnee lauern. Hm, und es schneit ja auch überall die ganze Zeit. So, Biss müsste mehr Damage machen. Das Ding ist nämlich Typ Psycho. Ein kleines Psycho-Path. Nom. Doch nicht. Warte, was? Ich kann einen Kampf aufgeben? What? Seit wann kann man aus Trainerkämpfen flüchten? Ich meine, der Button Flucht, der bleibt immer. Auch wenn er nie was bringt in Trainerkämpfen, bleibt der Button. Aber hier bleibt er aus dem Grund. Was zum Teufel? Man kann einfach aus Trainerbattlen fliehen, wenn man möchte. Wenn man merkt, dass der Trainer doch zu hoch gelevelt ist. Interesting. Ich wollte nicht terrorisieren. Alter, das wusste ich wirklich nicht. Das ist, ich meine, in so einem Spiel hier finde ich das nicht schlecht. Wie gesagt, wenn man außersehen gegen den Trainer kämpft, wo man denkt, der ist auf seinem Level und dann ist er aber 10, 20 Level drüber. Ist doch schon vorteilhaft, aber... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dun, dun, dun. Mama Kreideschrei weg, du. Hast nur so Stat. Attacken. Mit irgendwelchen Statusproblemen. Brrr. Ja, er sagt mir auch schon so, hier ist es kalt, Bro, Bruri. Ja gut, hier geht's nach... oben. Okay, vielleicht geht's hier doch nicht lang. Ich möchte zumindest aber noch zu diesem Pokémon Center. Das suche ich mal ganz kurz. Du willst mir sagen, ich soll hier jetzt runterspringen? Hä? Oh, hier war ein Pokémon scheinbar. Habe ich nicht gesehen, während ich runtergefallen bin.
Ist das Pokémon Center? Oh, bitte lass mich gehen. Ist das Pokémon Center jetzt oben oder ist es jetzt da unten? Ich kann halt nichts erkennen. Anscheinend kann man da runterfallen. Ja komm, ich mache einfach mal Flammenwurf. Das ist sowieso sehr effektiv gegen das Ding und das Ding nervt mich gerade einfach nur. Geh weg! Mein Gott. Dann geben wir zumindest noch die XP. Dankeschön. Level 35 mit unserem Starter. Giftschweif. Schöne Attacke. Und tatsächlich. Ah, nein. Schneepuppe muss ich erstmal ignorieren. Das ist für später. Das ist so früh noch. Und ja, hier ist ein Pokémon-Center. Na gut, dann gehe ich doch einen anderen Weg lang. Sorry für dieses Chaos heute in dieser Folge. Erkundigung halt, ne? Dann würde ich sagen, weil das hier sowieso nach oben führt zum Schnee und ich hier lang wollte und ich dachte, ich kann einfach so zack hier lang, geht aber nicht. Dann geht das wohl anscheinend nur von hier, müssen wir von hier nach da. Dann gehen wir da jetzt lang. Gehen wir da jetzt hin. Ist ein bisschen gefährlich, wo ich hier stehe. Aber von hier aus sollten wir eine kleine Abkürzung haben. Okay, wenn ich den Jump dort schaffe. That is. Yo! Nice, wir haben den Jump geschafft. Und jetzt sollten wir schnellstmöglichst zur Arena-Herausforderung kommen können. Von hier. Hopp. Was ist denn hier? Ist das ein krasses Raid? Oh wow, die Stadt, der Ort ist direkt schon hier. Das ist direkt schon hier. Bablu, Mankey, Kugelsaat. Ist gut. Ist eine gute Attacke. Schon teilweise. Ein bisschen. Westliche Zone 3. Ja, das ist ein Raid hier. Okay. Und schaut mal, hier ist Mogelbaum. Und hier haben wir Razzav. Okay, ich weiß nicht, was ich von den Texturen von Razzav halten soll. Die sehen sehr komisch aus. Hier ist Tropius. Es fliegt nicht. Grassamen. Hier sind Tarnpignons. Verkleiden sich jetzt keine Pokebälle. Funktioniert aber in diesem Spiel nicht so gut. Normalerweise spricht man die an, sagt so, oh nein, das ist kein geiler Pokéball. Ja, ja. Ganz viel Seso-Kids aber in diesem Spiel, was ich persönlich ganz schön schön finde. Genau. Und hier wollte ich eigentlich in Mesclara. Okay, jetzt haben wir jetzt schon ein bisschen umgeschaut, so in Richtung Schneegebiet, aber ignorieren wir das einfach, ne? Hier in dieses große Schneegebiet gehen wir bald hin, aber jetzt noch nicht. Hier gibt es Ditto und Backel, die Weiterentwicklung von Hefel. Ich liebe die deutschen Namen, also ich liebe nicht die deutschen Namen, ich liebe diesen deutschen Namen. Ja, den finde ich besser als Fido und was auch immer die Weiterentwicklung heißt. Das ist einer der wenigen deutschen Namen, die ich viel besser finde. Because it's funny. Genau. Eventuell schaffen wir sogar noch die Herausforderung, die Prüfung, aber das weiß ich jetzt nicht. Was gibt es ja eigentlich in dieser Stadt? Coole Musik hier. Bin ich geheilt? Ja, bin geheilt. Vielleicht tue ich jemand anderes nach vorne. Ich habe aber halt kein Pokémon, was sehr effektiv gegen Normalpokémon ist. Also ich habe keine Kampfattacken zum Beispiel. Aber ich könnte ja zum Beispiel jemanden wie Bellyboy nach vorne tun. Für ein bisschen mehr Leveling und so. Damit es nicht zu einfach ist, weil ich meine, wie schwer kann bitte ein Normal-Arena-Leiter sein, der mittig ungefähr kommt im Spiel. Wie schwer kann das schon werden? Dafür bin ich hier, um das herauszufinden. Hey, Maike! Ne, Mila wieder. Ich hab dich in die Arena laufen sehen und bin sofort hergerannt. Tut mir echt leid, dass wir letztens nicht gegeneinander kämpfen konnten. Aber versteh mich nicht falsch, ich bin dir nicht gefolgt, nur um dich herauszufordern, ehrlich. Obwohl ich natürlich nichts gegen einen Kampf einzuwenden hätte. Was meinst du? Okay. Yippie! Ach, wie mich das freut, endlich wieder einen Kampf gegen dich. Ich möchte mit Kuh kämpfen, die zu deiner jetzigen Stärke passen.
Sorry, gib mir mal einen Moment, okay? Versuch dich, bei der war schon mal in der Arena. Ach, das ist erst danach? Oh, okay. Interessant. Was ist denn hier los mit euch? Zu viel bestellt. Aha. Zwei Stück. Das könnte ihm auch ein bisschen schwer sein mit nur zwei Arenenorden. Und wir kommen in der Arena von Miss Clara. Lass mich dich zuallererst als Herausforderung registrieren. Dein Name ist Michael, sagst du? Mhm. Bevor ich mit Arena-Leiter Aoki messen kann, muss die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, ein geheimes Gericht zu bestellen. Das besagte Gericht gibt es in der Schatzstube, dem beliebtesten Restaurant in Miss Clara. Klingt es dir das Richtige zu bestellen, hast du bestanden. Außer dir versuchen sich aktuell noch drei weitere Herausforderer an dieser Arena-Prüfung. Sie haben alle jeweils einen anderen Hinweis zu dem geheimen Gericht ausvertraut bekommen. Ihr beschreitet Pokémon-Kämpfe gegeneinander und wer verliert, muss dem Gewinner verraten, was er über das Gericht weiß. Sobald du alle Hinweise behalten hast, kannst du das geheime Gericht beim Personal in der Schatzstufe bestellen. Am Ende besteht nur der eine Herausforderer, der in der Lage ist, die korrekte Bestellung aufzugeben. Nun dann, Michael, dein Hinweis lautet, so mögen es unsere Stammgäste. Es könnte also nicht schaden, wenn du dich mal bei den Stammgästen der Schatzstube umhörst. Okay. Ins Restaurant bei den Stammkunden nachfragen. Alles klar. Und dann, wenn wir was Richtiges bestellen, damit der Renner das essen kann, ähnlich wie bei der letzten Arena, I guess, dann dürfen wir die herausfordern. Okay. Dann wirst du zumindest schon mal Bescheid, was wir dann beim nächsten Mal machen.